So, da sind wir wieder zurück bei Hearthstone, immer noch in der Arena. Das erste Spiel wurde siegreich hinter uns gebracht. Hoffen wir noch auf weitere Siege. Das Deck hat immer noch den leichten Nachteil, dass wir gegen Ende des Spiels nicht mehr wirklich Möglichkeiten haben, was echt ärgerlich ist. Wir spielen einen Hexenmeister, das heißt, wir können Karten ziehen bis zum Abwinken, was ziemlich geil ist. Haben aber leider einen minimalen Nachteil. Wie gesagt, ich habe halt irgendwie... Naja... Ich habe nicht so wirklich Möglichkeiten, wenn es uns... Also, das Spiel darf nicht so lange gehen, also... Ja, toll. Leute, die das gleiche können wie ich. Ja, oder auch nicht. Ja, ich packe auf jeden Fall die großen Viecher weg und hoffe, dass das... Und hoffe, dass das denn gut ist. Ja, gut, so richtig gut. Na gut, hier hat man das Townvieh, aber Seifenzool... Na gut, Seifenzool... Also, ich habe doch einen Heal, fällt mir gerade so auf. Ich kann Seifenzool zaubern, na gut. Greife ich gleich erste Runde mit einem Murloc an? Nee, ich mache das besser. Ich habe ja eigentlich gerade so ein... Ach nee, ich bin gar nicht dran. Haha. Oh, Enrage. 5 plus Attack. Bin ich ja mal sehr gespannt, ob er mit den Chicken welche Pläne hat oder ob er einfach nur einen coolen One-Drop raushauen wollte. Ich hoffe jetzt erstmal das Townvieh. So, dann hoffe ich nämlich, dass ich zweite Runde den Murloc spielen kann und dann... Ah, das Vieh. Nee. Ich hoffe, dass ich zweite Runde den... Oh, ja gut, scheiße. Ach, es funktioniert gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ach doch, ich kann zweite Runde, wenn er nichts hat, kann ich... It's time for a little blood. Na, scheiße. Okay, das ist jetzt natürlich ungünstig. Wird doch nicht besser, ganz ehrlich. Na gut, ich möchte jetzt auf jeden Fall ein bisschen... Ja, der hat Enrage, ne? Das kann er natürlich auch triggern. Und der kriegt... Ja, er kriegt meinen Voidwalker tot. Das finde ich doof. Das heißt, ich möchte jetzt... Oh. Ah, scheiße, der stirbt dabei, ne? Wenn ich jetzt hier rumschaue. Ach, schon, warte, ich muss ja... Haha. Ich muss ja gar nicht... So, dann nehme ich jetzt nochmal kurz Damage für mich hin, beschwöre noch den Flame Imp. Dann habe ich den. Aua. Dann habe ich den auch noch. So, dann habe ich ja ein bisschen was auf dem Tisch. So, mal sehen, wie viel davon noch nächste Runde noch steht. Bin ich aber sehr gespannt, aber naja. Ja, gut, der kriegt den Voidwalker tot, was ein bisschen doof ist. Aber naja, was willst du machen? Was willst du machen? Dass er nicht 1 plus 1 gibt, das wäre schön. Aber das gibt es leider erst beim Storm Champion bei, für 7 Mana, was da drum ein bisschen teurer ist, ganz ehrlich. Ankh heißt da übrigens mein Gegner. Sollten wir was zu trinken holen bei so einem. Ja, kann man hier nicht Schiss machen? Die kenne ich glaube ich noch gar nicht. Klapp. Also, sie haben sich was ausgedacht und sich zu beschäftigen. Kann man nicht schneller bewegen? Das ist wirklich nur, wie doof. Ach, mal hier. Dass du doof was machen kannst. Da wird die Musik direkt leiser, Mensch. Ah, deine Möglichkeiten sind wirklich gewaltig. Dumm, dumm. Die wachsen sogar nach, die Blumen. Ich wollte gerade fragen, was passiert, wenn ich alle Blumen weggemacht habe, aber... Da finde ich noch hinter, ich muss... Aua, auf meine... Scheiße. I don't like. Mordreif voll. Ja, den würde ich ja auch gerne einsetzen, aber ich ziehe den irgendwie nie. Ja, jetzt haut er halt mein Dings rum, dann ist das leider nicht mehr ganz effizient. Aber zumindest kann ich ihn einmal mit einem 4-2 impauen, wenn alles gut läuft. Weil Mana, er hat noch 2 Mana, ne? Ja, ich denke auch... Ja, bist du bei dich. Ja, macht's genau. Also gerade jetzt so auffällt, das ist natürlich jetzt gar nicht so geil, ne? Dass er jetzt. Oh, was? Er lässt mich nochmal drankommen? Cool. Ich muss jetzt ja quasi ihn da umhauen, ne? Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich hätte übrigens gerne mal wieder ein Board hier. Ja, dann muss ich jetzt ja das Vieh. Ja, gut, das Vieh daran zu opfern, ist eigentlich ein super Plan. Also das ist. Das könnte eigentlich gar nicht besser laufen, sag ich mal. Dann hau ich ihn noch von hier ins Gesicht. Das war mein Zug. Ja, ist eigentlich ganz gut, dass ich den. Also, warum er seinen Chicken nicht daran verwendet hat. Ich denke mal, er möchte seinen Chicken irgendwie später nochmal verwenden mit irgendwas, aber. Was auch immer sein Plan dahinter ist. Also, oder er hat es einfach nur so bei. Ich persönlich bin ja kein großer Fan von dem Hühnchen, also das ist. Ich meine, wenn man nicht darauf reagieren kann, ist das natürlich doof, aber sonst. Pff, naja. Er hat jetzt relativ viel Kleinzeug auf dem Tisch, das finde ich nicht so ganz so gut. Vor allen Dingen kann er mit seinem großen Murloc. So many possibilities. Naja, gut, er könnte all sein Zeug opfern, um all mein Zeug Platz zu machen. Ob das so die beste Idee für ihn ist, ich weiß ja nicht. Meine aktuell sind meine Karten nicht so durch. Ich glaube, ich muss auch nächste Runde live tappen, weil ich habe halt gerade nichts. Ja, genau, er macht so, wie ich mir dachte. Und jetzt haut er wahrscheinlich mit beiden anderen Viechern mein Vieh um. Oder macht er das nicht? Na? Na? Ah, ich glaube, ich muss wirklich live tappen. Das bringt ja alles nichts. Heißt das ja, die Fähigkeit heißt, glaube ich, live tappen, oder? Ja. Oh, ein Summoning Portal. Ah, neue Prioritäten. Was mache ich denn jetzt? Okay. Ja. Ja, Weinfury. Hm. Ja, 2 billiger, das ist natürlich echt extrem stark, ne? Also den Windfury-Typen möchte ich eigentlich nicht auf den Tisch packen, bevor ich nicht irgendwie was Großes habe.
So, warte mal, ich hab jetzt... Ja, ich kann natürlich nächste Runde kann ich nichts machen. Also doch, ich kann das Vieh hier spielen, aber... Ja, ich spiel's mit, dem Vieh und den Zug ab. Vielleicht kann ich mit den... Just finish your arena one, ja, ja. Vielleicht kann ich ja dann mit den Yeti noch was umhauen. Man weiß ja nie. Na, bis jetzt sieht ja meine Mana-Kurve ganz gut aus. Why do you call? Ach, Townfield sind die ehrlich. Jetzt hat er auch ein Yeti. Warum hat... Ey, dass er so viel Mana jetzt hat, ne? Das ist natürlich extrem nervig. Ja. Ernsthaft? Könnte besser sein, ganz ehrlich. Also mir fehlt doch gerade irgendwie ein Mana hier, um hier irgendwie großartig was zu machen, weil ich... Würde jetzt, glaube ich, gerne mit Siphon Soul sein Feeder umhauen. Also das da, das Summoning-Portal. Weil das ist halt echt ärgerlich, ne? Ganz ehrlich, das ist nicht schön, was er da hat. Ja, ich live-tappe, gucke, ob irgendwas Tolles bei rumkommt. Ein Harvest Golem. Hm. Naja, zumindest schon mal... Zumindest schon mal was auf dem Tisch. So, dann hat sie ja auch keinen Sinn. Auch mal kurz. Möglicherweise nicht die beste Idee, aber ich kann halt nicht viel machen, ne? Das Ding, das Sandcleric. Ja, dieses Portal, das darf nicht lange liegen bleiben. Das macht mir jetzt echt Angst. Ich kann dagegen gerade echt nichts tun. Das ist total schlecht. Ja, na gut, wissen sieht so aus, als wären seine Möglichkeiten auch beschränkt, wenn er live tappen muss. Na, trotzdem, das ist nicht gut. Okay. Lange aber sicher wird es wirklich Zeit für einen Bot hier. Ach du Scheiße. Okay, Siphon Soul hat ein neues Ziel. Nein. Ja. Ja. Also der Zug ist ziemlich klar, den ich jetzt mache. Siphon Soul auf den. Ja, ich muss. Ich habe keine anderen Möglichkeiten. Das ist echt scheiße jetzt. Ja, und dann nachhau ich sein Yeti mit Death Rattle um. Also, beziehungsweise hier. Ja, das ist toll. Was willst du machen, ne? Gut. Ey, dieses scheiß Portal, ich krieg das auch echt nicht weg. Ja, der Ziel muss weg, da hilft ja alles. Ja, mal gucken, ob ich mich hier noch irgendwie auf dem Tisch stabilisieren kann. Ich meine, nächste Runde, wenn er meinen Golem nicht kaputt macht, kann ich ja das. Kann ich den 3-2er Kleriker auch noch umhauen. Aber das Portal steht halt immer noch, ne? Das Portal, Alter. Ja, oder er haut einfach meinen Golem um. Ja, gut. Bis jetzt ist er mal ziemlich aggressiv auf mich gegangen. Da habe ich mich ja der schwachen Hoffnung gegeben, dass er vielleicht mehr Golem am Leben lässt. Aber nein. Aua. Aua. Was sieht man hier Schönes? Mortal Coil. Ja, nee, das bringt mir gerade nicht so viel. Nee, ich möchte eigentlich gerne die Karte ziehen, wenn ich das schon könnte. Nee, ja, meine Möglichkeiten sind halt äußerst beschränkt. Ich brauche jetzt erstmal eine Verteidigung. Das heißt, down mit Divine Shield. Ja, gut, das wenn er sich nicht komplett doof anstellt. Ja, aber da könnte ich eventuell den Mortal Coil noch dran verballern. Das wäre natürlich ideal, wenn er darauf reinfällt. Das wäre schön. Also, was er halt macht, ist, dass er mit dem Portal angreift und mich nur 4 runter. Ach nee, das kriegt ihn ja sowieso nicht tot. Erstmal mit dem Portal angreift, einfach nur um das Divine Shield kaputt zu kriegen. Das wäre gut. Also, wie viele Karten der schon hat, dieses Leichtblatt? Das ist halt extrem stark, ne? Also, Magic ist das eine 20-Euro-Karte. Sowas. 2 Lebenspunkte bezahlen, Karten ziehen. Ja, fuck. Twilight Drake. Der war mal stärker. Also ich kann mich ja... Was? Oh, fuck, Alter. Geht nicht. Das Vieh hat immer noch taunt. Scheiße, Drecken. Oh Gott, 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 oh Gott. Das ist stark. Warum kriege ich hier sowas nicht? So ein Kopier... So ein Faceless Manipulator. Warum habe ich sowas nicht? Das ist vor allem noch billiger. Oh. Oh. Die Rettung naht. Habe ich schon erwähnt, dass Silence voll geil ist? Silence ist voll geil. die Rettung naht. Wunderprächtig. Dann spiele ich das Vieh direkt mal. Das bin ich ja... So, jetzt ist es nur ein 4-5er ohne Taunt. Das ist so viel besser als das, was es vorher war. Alter Schwede. So, jetzt kriege ich trotzdem... Wie kriege ich diesen dummen Twilight Drake da kaputt? Ja, warte mal. Ich glaube, ich spiele erstmal das Vieh hier. Ja, ist ein bisschen Verschwendung, aber ich möchte eigentlich nicht mehr, dass er so eine billigen Viecher die ganze Zeit raushauen kann. Weil man sieht ja, er kann ja jede Runde unglaublich viele Viecher raus. Ja, davon muss ich einfach mein Divine Shield aufgeben, da hilft ja alles nichts. So, und Mortal Coil noch drauf, dann kann ich jetzt noch eine Karte ziehen, vielleicht noch was Cooles bei. Ja, das ist in der Tat total cool, naja gut, ja. Ein Turn, kann ich nicht viel machen. So, jetzt hoffe ich, dass mein Gift-Cobra am Leben bleibt, dann kann ich damit nämlich den Twilight Drake umhauen. Das wäre voll gut. Weil ja gut, der Twilight Drake ist wahrscheinlich danach nicht mehr so fit, wa? Ob das jetzt so klug war. Achso, okay, gut. Das war klug. Scheiße.
Also der Typ ist hier deutlich besser als der davor. Also der macht hier keine Spielfehler. Also langsam wird's kriminell, sag ich mal. Wenn ich jetzt nicht langsam... Ja, gut. Jetzt bin ich auf 5 runter. Na gut, er ist auch auf 10, muss man dazu sagen. What does the future hold? Job's done. So, ich kann nächste Runde, kann ich Dietl zuhauen? Ne, ich bin nicht tödlich, aber er hat auch die ganze Hand mit allen Möglichkeiten voll und ich nicht, ne? Well played. Ich hab noch nicht gewonnen eigentlich. To Northrend! Charge Divine Shield, oha. Ja, und einen Schaden, ja. Ja, das war gut. Well played. Das war echt gut von ihm, das ist ja scheiße. Ich hasse verlieren. Ja, ich wurde geschlagen, aber ich bin über Level 3 geworden. Juhu! Nix Neues gekriegt für Level 3, das ist ja enttäuschend. Mann, 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 Mann. Und nächstes Spiel. Ja, mein Schlüssel ist leider kein Stück besser geworden. Dum, 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 dum. You don't have to play all your arena games at once. Ach, ich will aber. Also mache ich das auch. Kenne ich ja nichts. Kann ich mir jetzt noch die Tränke und das Suchen nach Spielen dauert immer echt verdammt lange, ne? In der Aufnahme hole ich mir jetzt die Tränke. So dreist bin ich. Gul'dan versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Your soul shall suffer. Also die ganze Hand ist kacke, ganz ehrlich. Das ist, die ersten 6 Runden nichts machen zu können, finde ich nicht so geil. Ja, besser. Nicht viel besser, aber naja. Ja, das Schlimme ist halt, dadurch, dass ich halt gegen das gleiche spiele, was ich selber bin, hat er halt auch genau die gleichen Möglichkeiten wie ich. Und das nervt halt immer. Also Mirror Matches machen in diesem Spiel echt keinen Spaß. Zweite Runde werde ich wohl live tappen müssen. Do you need a blessing? End of turn, another win and a minion. Ach, scheiße, Alter. Das ist nicht sein Ernst, oder? Ey, Vidial, Mensch. Das Mighty Mighty Top Deck ist mit mir. Dann kann ich zumindest schon mal die 3 Schaden zu meinem Gesicht vermeiden. Und er hat selber schon 3 Schaden genommen. Das heißt, der Warden Infiltrator hat was gemacht. Ich kann den Cantrip spielen und muss ja immer noch selber 2 Schaden. Aber hey, ein Elfish Archer. Was ziemlich geil ist. Ach, schön. Gut, Top Deck und so, ne? Also da habe ich wirklich halt ideal gezogen. Also, das kann ich mir kaum besser vorstellen, der Scheiße. Nein, Mortal Coil, er hat den auch, Scheiße. Hat trotzdem ziemlich gut gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, hätte kaum besser laufen können. Die Cobra, die möchte ich mir eigentlich noch aufhalten. Ne, ich live-tappe mal lieber und hoffe, dass ich was Cooles finde. Ne, okay, gut. Lassen wir das. Ich hätte doch die Cobra spielen sollen. Aber na gut, in der nächsten Runde spiele ich einfach den Silver Mogar, den mit seinem Divine Shield. Der ist ja prinzipiell nicht schlecht. Also 3-3 für 4 ist natürlich ein bisschen teuer, aber Divine Shield ist halt ziemlich geil. Kacke. Ich hätte die Cobra spielen sollen. Oder den Blade Master, der geht natürlich auch. Jo. Also meine Züge werden jetzt nicht besonders... Ich könnte mir vorstellen, dass ich einfallsreicher spiele, aber mache ich leider nicht. Dum, 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 dum. Ja, meine Möglichkeiten sind doch auch nicht begrenzt. Der Heiltyp ist natürlich, ja, doch, auch recht praktisch. Ich denke mal, das wird ein sehr kurzer Arena-Band. Drink with me, friend. Och, Gottchen. Ja, obwohl, der hat halt hinterher noch die Heilung. Oh, was ist das jetzt hier? Grafikfehler? Ist das bitte irgendwann weg? Ne, scheinbar nicht. Naheliegende Minions haben plus 1 Attack. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Da spiele ich jetzt einen Voidwalker, um ihn zu ärgern. Ich könnte auch Shadowfire spielen. Nee, Shadowfire macht keinen Sinn. Den Divine Shield Typen. Destroy any Mini Attacker. Ja, gut. So many possibilities. Ich könnte auch Hellfire spielen, aber das scheint mir gerade ein bisschen verschwendet zu sein. Ich könnte Hellfire. Ich glaube, das mache ich nächste Runde, wenn ich will. So, jetzt hau ich jetzt erstmal den scheiß Wolf an. Den habe ich überhaupt keinen Bock. Stirbt meiner zwar trotzdem. Ja, bitte, bitte. Stirbt er zwar trotzdem noch, aber. Jo. Why do you call? Stop then. So. Dann hoffe ich mal, dass er irgendwas Großes spielt. Dass das viel kein Charge hat, ist natürlich sehr ärgerlich. Es wäre auch noch eine gute Kombination. Viele Viecher mit Death Touch zu nehmen und den. Ja, hau das Vieh halt um. Überlebt einer noch, spiele ich Mortal Coil drauf. Den habe ich zwar nicht, aber. Was soll's?
Das habe ich natürlich gar nicht gedacht. Fuck. Na gut, wenn der Sage und Blade Master jetzt Ito zaubert, dann finde ich das voll okay. Taunt Divine Shield und ich kann noch spielen, na prächtig. Jo, dann hau ich erstmal, glaube ich, seinen Typen um, weil er überlebt nicht meine Cobra und er. Ja, dass das Ding halt drei Angriffe hat, ist halt trotzdem sehr ärgerlich, ne? Oder ich Hellfire jetzt einfach einmal durch, nachdem ich. Ja, nee, das bringt ja auch nichts. Von Hellfire habe ich jetzt eher einen Nachteil. Ich verliere zwei Karten, er zwar auch, aber. So many possibilities. Ja, tatsächlich, so viele Möglichkeiten, das ist echt der Hammer. Ja, hau den Void Walker einfach um. Legen ihn hier auf den Tisch. Das ist zwar ein bisschen doof, weil das Divine Shield. Aber gut. Andererseits ärgere ich mich gar nicht, dass er mit seinen 3-1 halt angreifen kann. Denn schubt halt mein Divine Shield. Kennt ihr das, wenn man falsche Vermutungen macht, was das Gewicht von Gegenständen angeht? Ich habe hier. Neben meinem Rechner steht meistens ein Hocker, da stehen meine Getränke drauf, weil die sollen halt nicht. Na, scheiße. Was? Wie? Das geht durch Divine Shield durch. Moment mal, ich dachte, Divine Shield verhindert alle. Was zur. Moment, dann bin ich jetzt überhaupt nicht mehr einverstanden. Also irgendjemand hat mir hier Divine Shield falsch erklärt. Ich habe das anders verstanden. Diese eine Karte, die hier einfach in der Landschaft liegt, ist natürlich auch sehr toll. Die One Damage, ach so, zu Minion, naja gut. Ja, was machen wir jetzt schönes vor der Angst? Ich könnte den Divine Shield Typen oder Freeze a Character. Ach so, das ist ein Battle Cry. Na gut, dann nee. Dann machen wir das mal schön nächste Runde. Silvermoon shall not fall. Dann live tappe ich hier mal lieber eine Runde. Oh ja, der wird mir viel Spaß machen. Der macht zwar leider ein bisschen wenig Schaden, aber was soll's. Ja, ich kann nichts mehr machen. Scheiße, mir hat jemand Divine Shield falsch erklärt. Ich hab das völlig. Warte mal. Möchte mir irgendjemand bitte mal eben Divine Shield erklären? The first time this many text. Ah, Damage. Ah, ich dachte, das hält alle Effekte auf. I hope you like my invention. Das hält nur Schaden auf. Das ist ja dämlich. Ja, das bringt ja auch keine Punkte. Das ist ja doof. Schaden aufhalten, das ist ja lächerlich. Also ach, jetzt geht ja nicht die scheiß Karte da weg. Das ist ja schön. Moment mal, hat er eine Karte verdeckt gespielt? Die lag da wirklich? Nee, man kann keine Karten verdeckt in den Spiel spielen, oder? Clarkia ist da übrigens. Ach ja, richtig, den hat er ja auch noch. Ja, ich habe irgendwie das große Verlangen, jetzt nochmal jetzt Hellfire zu spielen und ihn danach ins Gesicht zu hauen. Mach ich das? Ja. Bevor es wieder zurückhaut, ja. Spiele ich Hellfire. Mach allen drei Schaden. Mein Vieh müsste voll überleben, weil es ja ein Divine Shield hat. Spiel den scheiß Tiger. Spiel das andere. Kann ich nicht. Brauche ich nur immer dafür. Na gut. Aber ich kann immer den Tank spielen. Das ist auch schon mal viel wert. Na gut. So many possibilities. Hellfire. Macht mir zwar auch Schaden. Was soll's. Remember, kill for loss. Hau ihn ins Gesicht und spiel das Town Vieh. Ja, gut. So. Ja, grad. Ja, ich mag das nie, wenn mein Gegner viele Karten hat, weil das sind viele Möglichkeiten, die mein Gegner auch noch bieten kann. Ich hoffe nur, jetzt gerade nur Mist oder sein Deck bringt nicht so viel. Aber. Oh, fuck, das Vieh schon wieder. Habe ich irgendwas, um das zu töten? Ja. Ach, oh Gott. Habe ich schon erwähnt, dass ich mein Board hier voll gut gebrauchen könnte? Ja, nee, gut, dass der Elementar da hinten. Ach, der Taunt. Ah, scheiße. Freeze bitte. Frozen and lose their next attack. Ja, gut, das reicht mir nicht. Ich müsste eigentlich verhindern, dass er komplett machen kann. Da kann ich nicht. Ach, das ist ja gar nicht hier alles. So many possibilities. Ja, eben nicht so viele Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind eher sehr begrenzt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil ich möchte eigentlich nicht. Ich möchte nicht, dass er sein dummes Portal nutzen kann, aber das sieht alles so. Mann, warum zieht. Hab ich das nicht genommen, dieses dumme Summoning-Portal? Warum hab ich das nie? Echt scheiße, nervig das Ding, ne? Wie viel Schaden kann ich machen? Ich kann das 5, damit kann ich 3 machen, dann hat er immer noch 2. Ah, das 4 Charge, warte mal, das ist ja schön, warte mal. Denn. Ich krieg das Portal übrigens trotzdem nicht tot, aber ich möchte das wieder auch nicht haben, ne? So, warte mal, dann kann ich erstmal das Vieh umhauen. So, remember, kill Talas. Ja, ich denke schon an kalt kill Talas. Ja gut, das bringt ja alles nichts. Machen wir das so, dann spielen wir da Mortenkeul drauf. Nee, Weinfühl bringt mir gerade nicht viel. Hat leider das Vieh trotzdem überlebt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber naja, was willst du machen? Hab ich damit jetzt angegriffen? Nein, ich hab damit nicht angegriffen, ne? Ja, scheiße. Nein! Fehler! Ah.
Fail. Also ein Mage-Spiel macht deutlich mehr Spaß, wenn man gegen so eine dummen Viecher, die auf dem Tisch liegen, deutlich mehr machen kann als so. Ich kann nur hoffen, dass er sich immer zu Tode live tappt. Bling. Ja, wenn er jetzt noch was Großes spielt, habe ich immer noch ein Force Elemental. Das wäre natürlich schon mal viel wert. Ich denke mal, ich muss sein Summoning-Portal tun, bevor ich ihn ins Gesicht hauen kann. Das ist natürlich sehr schade, aber was willst du machen? Was? Das geht zweimal? Jo, das macht es auf jeden Fall einfacher für mich, seine Summoning-Portals kaputt zu machen. Portals, ja. Ich denke mal, das hatte einen Sinn, warum er das gemacht hat. Naja, gut. Ja, da müssen wir jetzt ja eigentlich. Ja, was willst du machen, ne? Spielen wir das Vieh, fliegen das Teil da ein. Ups, dann haben wir erstmal eine Runde Zeit, bis wir uns was überlegen müssen dagegen. Dann spielen wir das Wind-Fury-Vieh. Ja, kann mich eigentlich nicht angreifen, das ist mir so schnell nicht. Das Wind-Fury, das Wind-Fury-Vieh bringt mir halt so gar nichts. Also der Mage hier auch nicht, der ist einfach nur 4-4. Das ist der einzige Grund, warum ich den genommen habe. Ja, das Wind-Fury-Vieh, das ist. Ich möchte, glaube ich, eher eine Karte ziehen. So many possibilities. Jo, das ist natürlich nicht schlecht. Weil dann kann ich nämlich eins seiner guten Portale. Ja, ich muss den Tiger. Oh, warte mal. Ja, eigentlich kann ich das Vieh auch nächste Runde platt machen. Ich glaube, es war vielleicht jetzt gar nicht so klug, aber. Job's done. Ja. Mal gucken. Ja, ich hätte es anders machen sollen. Ich hätte lieber mit den Löwen ins Gesicht schlagen sollen und danach hätte ich mit Shadow Flame. Ja, scheiße, das habe ich nicht. Obwohl, war vielleicht doch ganz gut, dass ich eine. Ja, das war eigentlich voll gut, dass ich an das Summoning-Portal nicht kaputt gemacht habe. Im Nachhinein war das richtig gut, fällt mir mal so auf. Handle it! Jo. 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 Ah, jetzt haben die natürlich alle mindestens 3 Angriffe. Das ist natürlich doof. Das heißt, wir müssen als erstes diesen dummen Wolf da tot kriegen. Ja, der Wolf tötet mein Eiselmantel, aber. Das ist ja dämlich. Ja, warte, das kann ich weg Shadow Flame. Das ist ja schön. Warte mal, kann ich das Shadow Flame, dann kann ich den. Ja, dann kann ich den Rhino auch noch spielen. Das ist ja schön. So many. Aber das Vieh lebt dann halt immer noch, ne? Ja, möchte ich, glaube ich, ja das da töten. Also ich hau erstmal ins Gesicht. Dann ist er schon mal auf 4, was schon mal relativ tödlich. Ja, ich hätte natürlich auch damit noch mit einem mehr hauen können, aber das möchte ich gerade nicht. So, dann können wir jetzt Shadow Flame. Ach, All Enemy. Oh! Oh, das hat ja. Verdammt, ich habe das ja. Ach, das habe ich ja völlig falsch gelesen. Oh, aua, ups. Scheiße, das waren ja alle. Das hätte ich mal viel früher machen sollen. Fuck, das ist ja alle Gegner. Ich Idiot. Das ist Shadow Flame so gut. Das macht ja nicht nur auf einen Schaden. Scheiße, Regen. Ich doof. Hey, zweimal Mortal Coil, da macht Gul'dan-Spielen schon mal sehr viel mehr Spaß. Ah, ich Idiot, das geht ja auf alle Gegner. Egal, damit haben wir zwei Siege und schon mal so einen leicht goldigen Schlüssel. Das ist ja schon mal viel wert. Ja, fuck, immer noch die falsche Aufnahmetaste.